So, hi. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi. Na, was geht, was geht? Wie geht's dir? Fünf Komma fünf von zehn, würde ich sagen. Aber all good. Ich versuche jetzt hier so einen scheiß Vogel zu fangen. Warte mal, wo ist denn der? So ein blauer scheiß Vogel. Und dann gehen wir ins nächste Level. Da ist er! Da ist er! Oh mein! Oh, es war eine normale Coin. Es war eine normale Coin. Sad. Sad, ja. Ha! Da. Naja, naja. Naja, naja. Ich glaube, da komme ich auch noch nicht rein, ne? Keine Ahnung. Ich mache jetzt aber hier weiter. Ich weiß immer noch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Also, ich finde die Welten irgendwie schöner. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich muss das Spiel erst durchspielen. Vanessa? Vanessa, Vanessa? Na? Oder wird's mir gerade falsch angezeigt? Oder wird's mir gerade falsch angezeigt? Hm, mal sehen. Ist schon richtig, okay. Dann, hi. Anna. Hi, Jazz. Danke an Vanessa. Jetzt wird's angezeigt. Danke, danke. Die Pandas übernehmen den Stream, na toll. Weißt du, damals war ich derjenige, der Streams übernommen hat. Na toll, na toll. Ja, dann erstmal hallo an alle, die jetzt da sind. Also, ich weiß nicht, ihr wart wahrscheinlich noch nie hier, darum, hi. Ich bin der komische Dude, der manchmal in Vanessa Chat ist. Nummer 1 Supporter von Tag 1 bin ich von ihr, okay? Also ich bin ganz krass unterwegs. Und sie ist auch schon eine Weile bei mir vorbei. Also, ja, ich glaube, ich bin glaube ich ganz okay, glaube ich, bin ich. Ich weiß nicht, ob ich gute Streams mache. Ich glaube, ich mache ganz okay Streams. Aber ja. Gerade spielen wir alle Mario-Teile mal durch. 64 haben wir jetzt letztens durchgehabt. Vorgestern, glaube ich. Ja. Aber erstmal hi an alle. Ich glaube, es waren 4, ne? Gruppe von 4, genau. Wissen Sie es hier? Ja, danke, du auch. Ich muss mich ja auch mal hier ein bisschen vorstellen. Weißt du, das mache ich nie. Jetzt sollte ich das mal machen. Ganz klar sympathisch. Danke, danke. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt machen muss. Eingesperrte Insignia. Keine Ahnung. Ja. Also,
wer öfters dabei sein will, kann gerne followen. Ich streame aktuell fast täglich. Ich weiß gar nicht. Manchmal habe ich ein, zwei Tage Pause. Morgen streame ich tatsächlich auch. Das weiß ich jetzt schon, weil ich gezwungen werde. Aber ja, wer einfach mal dabei sein will, I don't know. Kann ja ein Follow da lassen, Ausrufezeichen Discord oder DC. Könnt ihr auch auf den Discord. Ich habe nämlich auch einen, nicht nur Vanessa. Weißt du, ich bin auch so krass. Ich habe auch einen. Scheiße. Ja. Ich hoffe, du hattest einen guten Tag und nicht die Wassermelonen Haribo ausprobiert. Nee, tatsächlich nicht. Und ja, mein Tag war. Danke, Anna! Danke für den Follow! Die Idee habe ich tatsächlich nicht ausprobiert. Aber mein Tag ist. Also, ich hatte halt sehr viel Schule. Ich war jetzt quasi 9 Stunden busy mit Schule. Davon eine Pause. Wobei, ja. Hin und wieder 10 Minuten Pause machen, glaube ich. 3 Minuten später. Ja, ich habe es auch schon vor irgendwie gesehen, aber. Ich bin mir da nie sicher, ob das alles richtig angezeigt wird, darum habe ich jetzt alles gesagt. Aber ja, wie ihr seht, bei 50 Followern kann ich dann auch endlich Emotes machen. Also, beziehungsweise wenn ich dann noch 3 Viewer habe, konstant, I guess. Und ich muss tanzen. Ich glaube, das ist noch interessanter für euch. Und schlimmer für mich. Ich kenne die gar nicht. Die Haribo Wassermelone. Ich kenne die gar nicht. Muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, was ich hier machen muss. Darum verlasse ich jetzt den Kurs. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe nämlich nicht drauf geachtet und ich will jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, hier jahrelang irgendwelche Zeit verschwenden. Dafür am Ende. Ich guck mir erstmal diesen Trailer an. Ist ja nicht so wie 64, wo ich irgendwie 20 Missionen in einer machen kann, aber nee. Ah! Gut, dann habe ich sie vorhin auch gehört. Die sind pappsüß und kleben an den Zähnen fest. Das ist ja furchtbar. Das klingt furchtbar. Bin aber mal im Bett. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Dann gute Nacht, Anna. Und vielleicht sieht man sich ja nochmal. Oder hoffentlich sieht man sich nochmal. Sehr cool. Und ja, gute Nacht schon mal. Oder generell an alle, die jetzt schlafen müssen. Ist ja schon spät. Und by the way, ich verspreche, ich streame nicht immer so spät. Also in letzter Zeit schon. Weil ich noch ein bisschen so einen Rhythmus finden muss. Und ich will auch bald tatsächlich will ich wieder so ein Stream-Schedule machen. Feste Zeiten, feste Sachen quasi mehr oder weniger. Nicht so übertrieben wie früher, aber ungefähr wenigstens. Aber ja, erstmal gute Nacht. Wie komme ich da hin? Muss ich da zu dem Dude? Guck mal. Guck mal, da ist noch einer. Ah, okay. Okay. Vanessa, ich verspreche, irgendwann raide ich dich auch. Okay, irgendwann raide ich dich auch. Ist nur immer so dann, wenn ich offline gehe, was hast du halt schon gestreamt an dem Tag? Ich wollte die Rakete, ne? Stream nicht täglich, so. Ja, täglich mache ich eh nicht. Ich versuch's so 4 Tage die Woche. Ungefähr. Vielleicht mal 5, vielleicht auch mal 3. Vielleicht sogar mal 6. Wer weiß. Kommt darauf an, wie ich das alles hinkriege. Jetzt am Anfang wird's schwer, aber. Morgen habe ich einen 2-Stunden-Stream, dann kannst du mich raiden. Ach, krass. Ja, da werde ich auch mal vorbeigucken. Wann streamst du denn morgen? Ab wann geht's los? Weißt du das schon? Oder entscheidest du das spontan? Da bin ich mal gespannt.
12 Stunden Stream, wie du das findest. Ich glaube, ja, mein erster längerer Stream war ja 9 Stunden. Wobei ich da, glaube ich, 10 Stunden was gemacht habe, weil ich so in Flow drin war und ich glaube, Mitachi und Baffinade auch dabei waren. Das Ding ist durchsichtig, das heißt, da komme ich nicht ran. Es geht um 18 Uhr los, okay. Das ist perfekt, weil da habe ich direkt Schulschluss. Annika ist da wahrscheinlich noch bei mir, aber hey, dann haben wir auch was zum Zusammengucken. Dann geht's ja bis 6 Uhr. Ah, scheiße. Ich muss um 6 Uhr arbeiten. Das heißt, ich werde nicht ganz bis Ende dabei sein können. Ich werde leider nicht bis ganz zum Ende dabei sein können, aber ich versuche, keine Ahnung. Um 4 Uhr stehe ich auf. Oh Gott. Da werde ich nochmal reingucken, um 4 Uhr. ja. Wahrscheinlich sogar länger. Oh ja, yeah, da bin ich mal gespannt. Und wie mache ich das Level? Also wie schalte ich die Scheiße frei? Wo ist die, oder ist die Rakete hier oben? Irgendwo? Da bin ich echt mal gespannt, ob du das alles aushältst. Aber auch nur aus gegebenen Anlass und mal wieder geschrumpften Geldbeutel. Inwiefern? Was ist passiert? Ich war jetzt schon eine Weile nicht bei deinen Streams. Liegt aber nicht an dir, ich bin generell aktuell relativ wenig auf Twitch unterwegs, außer ich streame selbst. Liegt daran, dass ich gerade noch alles, wie gesagt, Schedule und so finden muss. Und mit Schule und alles. Und nach der Schule bin ich meistens so. Ist nicht anstrengend, aber. Boah, ich will nicht am PC sitzen, wenn ich 8 Stunden oder 4 Stunden am Tag am PC. Alle 10 Follows ein 10er weniger. Aber worin werden sie investiert? Und by the way, Vanessa, wie viele sind es denn mittlerweile? Wie viele sind es mittlerweile? Sind es mittlerweile über 60? 61 sind es. Wie machst du das? Was ist dein Geheimnis? Greenpeace. Ah, stimmt, das meinst du. Achso, ich dachte da irgendwie ein 10er an Genshin oder so. Sowas, dachte ich kurz. Aber nee, das ist ja cool. Jetzt gucke ich meinen eigenen Stream an, das will ich nicht. Ich würde sowas auch machen, aber ich bin broke as fuck. Das Ding ist, das erste, wo ich das machen werde, das weiß ich auch schon, das werde ich trotzdem machen, auch wenn ich broke bin. Ist mir egal. Werde ich erstmal Subs giften bei mir, wenn ich dann affiliate bin. Oh mein Gott, wie habe ich das überlebt? Also, bin ich da nicht runtergekommen. Nicht, weil ich so ein gutherziger Mensch bin, sondern einfach, weil ich will, dass ihr meine Emotes benutzt. Auch wenn ich noch keine habe. Guck mal da. Da ist Rakete. Da ist die Rakete. Nein! Oh mein Gott! Okay. Ich weiß nicht, ob das hier der letzte Weg ist. Wahrscheinlich nicht. Oh mein. Oh Gott. Okay, Raketendüse. Sehr nice.
Okay. Okay, dann halt nicht. Okay. Nein! Oh mein. Oh my God, look at her butt. Ich habe immer noch drei. Was ist das? Was ist das? Ich will nicht sterben. Oh mein. Nein, 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 nein. Das lasse ich mir hier nicht gefallen. Ja, wollte einen kleinen Anhalt setzen und würde später, wenn ich sehr viel größer bin, eine eigene Organisation hatten. Ach, das ist ja cool. Ein Kind ist wohl auch noch. That's nice. Oh mein Gott, lass doch Münzen droppen. Das Ding ist, ich muss also eigentlich. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber eigentlich spende ich auch an Greenpeace, soweit ich weiß. Oder ich habe auf jeden Fall mal. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Weil es nicht über mein Konto geht. Darum weiß ich ja gerade nicht, ob das ich da immer noch quasi dran spende. Aber ich habe vor ein paar Jahren auf jeden Fall immer, ich glaube monatlich war es, spendet an Greenpeace. Darum, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Aber auf jeden Fall habe ich da auch mal was gemacht. Ist mir gerade eingefallen. La, la. Greenpeace ist mir auch deutlich lieber als jetzt irgendwie, keine Ahnung, Peter oder so. Bei weitem. Bei weitem, bei weitem. Ich habe noch keinen Stern heute geholt. Das ist bedauerlich. Der Stream geht schon über 20 Minuten. Bevor ich den gleichen. Nee, ich gehe nochmal zurück, weißt du? Ich gehe nochmal zurück. Ich weiß nämlich nicht die Steuerung. Ist es Y? Nee, Y. Okay, auf der Decke ist Y nicht klopfen. Das A klopfen. Was ist das? Warum ist die Steuerung da anders? Kein Wunder, dass ich da runtergefallen bin. Nein! Kein Wunder. Oder wusste ich von den Skandalen? Ich weiß, um ehrlich zu sein, auch nicht von den Skandalen von WWF. Muss ich ehrlich sein. Aber das Ding ist, keine Organisation ist wahrscheinlich irgendwie skandalfrei. Jedenfalls keine große. Da muss man einfach Kompromisse machen, dann, I guess. Oder man gründet was Eigenes, aber das ist halt schwer. So, du willst es machen, das wird doch funktionieren. Glaube ich dran. Aber so für den normalen Bürger jetzt. Jesus Christ, endlich. Hätte ich schon längst haben können, aber in einer scheiß Steuerung. Großer Gott. Apropos großer Gott, habt ihr das alle, oder jetzt du, Vanessa, hast du das mit der Queen mitbekommen? Du kommst ja jetzt gerade fresh aus dem Stream, darum weiß ich nicht, ob du da schon alles mitgehört hast. Sehr schlimme Menschenrechtsverletzungen mit Gewalt und anderes in der Richtung. Okay, krass, wusste ich jetzt nicht. Ist mir jetzt auch neu. Ja, hat mich. Ah, ja. Ich finde das voll krass.
Das Ding ist, war zu erwarten, ja. Aber. Es macht mich auf eine gewisse Art und Weise auch traurig, was ich sehr weird finde, weil ich jetzt. Ich finde Monarchie und sowas zwar interessant, aber ich habe jetzt keine persönliche Bindung mit der Queen, ne? Aber irgendwie macht mich das trotzdem traurig, aber weil. Ich habe da auch letztens nachgedacht, eigentlich wegen ganz anderem Grund jetzt. Manchmal wünschte ich irgendwie, ich wäre wieder ein Kind. Einfach um wieder gechillter zu sein, ohne ganzen Mental Health Issues und so alles, you know. Also eigentlich gar nicht, was mit der Queen zu tun hat. Aber halt, keine Ahnung, die war halt da, als ich ein Kind war. Und ich habe da letztens auch nachgedacht, weil, keine Ahnung, wie krass es eigentlich wäre, wenn es aber kein Social Media und alles gäbe, kein Internet. Wahrscheinlich wäre das Leben auch teilweise chilliger. Die Queen war immer da, genau. Wollte nicht genauer werden, bei Twitch das Thema. Echt? Naja. Was soll Twitch machen? Mich bannen. Für einen Tag bannen sie mich halt. Sollen sie doch. Jesus Christ, wie komme ich da hoch? Jetzt hier besser? Nein! Gott, es ist manchmal echt ein bisschen nervig. Leck mich. So, 23 blaue haben wir. Ja, ich glaube, da gehen wir mit der Rakete hoch. Das war sehr, ja. Mir auch gestern angeguckt. Das war sehr. Das Ding ist, ich freue mich aufs Spiel, aber ich erwarte nicht viel. Ich glaube, das ist die beste Angehensweise. Sich freuen, aber nicht hypen lassen. Und ehrlich zu sein, gibt es auch nicht viel Grund, sich hypen zu lassen, meiner Meinung nach. Generell bei Pokémon eigentlich eher wenig. Also ich weiß nicht. Auf Zelda, da freue ich mich sehr. Die Scheiße muss ich auch noch spielen. Alter. So. Ich habe Mad Max nie geguckt, darum, I don't know. Ich bin tot, das weiß ich aber. Don't you dare to die. Don't you dare to die. Oh mein. Ah. Oh my god. Look at her butt. Oh my! Da, ich wollte springen. Ich wollte springen, um ehrlich zu sein. Ich wollte springen. Scheiße. Das war gar nicht so weit weg vom Dingens, ne? Damn!
Damn, that's sad. Naja, erzähl, was so läuft bei euch? Bei euch Kindern. Komm in Discord, dann können wir labern und ich lenke dich ab, okay. Warte. Yo. Was geht ab? Viel, wenig, ich weiß nicht. Alles. Alles geht ab? Alles. Allein schon die Queen, dass sie gestorben ist, finde ich sehr, sehr sad. Weißt du, wie ich das erfahren habe? Ich war gerade duschen und ich hab das alles davor nicht mitbekommen, dass sie quasi im, wie sagt man? Genau. Habe ich nicht mitbekommen. Also das kam extra überraschend für mich. Ich kam aus der Dusche, davor war alles okay. Ich kam aus der Dusche, das war eine andere Welt. Das war ganz crazy. Vorhin in meiner Klassengruppe da auf WhatsApp, die haben das so geschrieben und ich hab dir nicht geglaubt. Ich musste erst auf Twitter gucken. Und selbst auf Twitter habe ich es nicht geglaubt. Weißt du, wie es bei mir war? Erzähl. Ich sitze im Stream, auf einmal sagt mir Jess, hey, hast du das von England gehört? Ich so, nee, was habe ich denn von England gehört? Und dann meint sie zu mir so, die Queen ist tot. Und ich denke mir so, hä? Die ist tot? Jetzt im Ernst? Ich dachte, das geht gar nicht. Ich dachte, die stirbt nie. Das wäre so eine ewig dableibende Gerade. Ich meine, wie lange hat sie regiert? 70 Jahre oder so? Kommt hin. Ist basically... Kommt hin. So, eigentlich jeder Mensch, der lebt, hat sie... Scheiße. Hat sie mal erlebt, ja, das stimmt. Also, ne? Ja, keine Ahnung, ich kann nicht reden. Ich weiß, was ich meine. 70 Jahre, da sind einige geboren und gestorben dazwischen. Ja, es ist schon krass, dass sie jetzt komplett weg ist. Aber ja. Ich meine, es ist irgendwo auch. Ich meine, sie war auch über 19. Irgendwo ist es auch. Ja, und ihr Mann war ja auch schon tot jetzt seit letztem Jahr darum. Ja. Oh mein Gott. Weißt du, was ich mir jetzt auch geholt habe? Erzähl. Ein Kappamon. Ein was? So eine kleine Katze, die bei mir im Stream winkt und Hallo sagt. Also hast du jetzt nicht nur dein Panda, sondern auch ein Kappamon. Ja. Ich brauche ein Tier. Was soll ich für ein Tier haben? Ich kann die Webseite zuschicken. Es gibt da ein paar kostenfreie, die du machen kannst. Gerne. Gibt's einen Schieber? Shiba. Der Hund? Musst du mal kurz gucken. Ja, ich weiß, was ein Scheiße, ich sterbe. Mann! Annika meint, die Katze ist so süß. Ja, die Katze ist auch das Süßeste der Welt. mal schauen. Marketplace. By the way, Anni, ist Sound und so alles gut jetzt so vom Balancing gerade? Wolf? Werwolf, Rabe, Eule. Oh, danke. Kleiner Drache. Doch ein Doggy. Ich sehe ein Doggy. Das könnte auch ein Schieber sein. Das könnte auch was anderes sein. Es gibt ein Doggy. Alle Dogs sind Good Dogs. Good Boy. Und ein Mops. Mops. Es gibt auch Pandas, aber die waren mir zu viel gekostet. Die haben mir Geld gekostet, deswegen wollte ich sie nicht haben. Wie viel hast du eigentlich für dein Layout bezahlt? Ach, genug. Das klingt wie ein bisschen zu viel.
Soll ich dir echt sagen? Sag. Moment, ich muss mal kurz die Webseite aufrufen. Ah, warum schaffe ich das nicht? Und dann nochmal Revue passieren. Ja, das sieht ja, es sieht ja ziemlich customized aus. So extra für dich alles so. Ja, ist es auch tatsächlich. Ah. Wenn es nicht. Moment. Ich mache mir tatsächlich bald eins selbst. Also ich bin so krass. Ich kann jetzt die Skills. Ach, du kannst das selber? Ja. Sicher? Ja. Warte mal ab. Also mich hat das gekostet. Wie viel schätzt du, was es mich gekostet hat? Ich weiß auch nicht, ob ich jeden Screen gesehen habe. Also wie viele Screens sind es denn? Ich habe bekommen insgesamt. Will be back soon, also Pause-Stream ist Screen. Ich habe, also Pause-Animation, ich habe eine, wie heißt es? Fuck. Hi Melissa! Eine. Hey Melissa, freut mich! Wir haben einmal dieses Pause, dann das Anfang, das Ende. Dann nochmal für Gaming und für Just Chatting. Dann habe ich noch okay, die ja. Panels bekommen, 6 Stück und. Das sollte es, glaube ich, gewesen sein. Okay, also quasi auch die gängigen, die ich habe. Ja, also die gängigen Sachen. Alles klar. Ja, dann, wenn es so custom... Es wird safe im dreistelligen Bereich sein, oder? Nee? Echt? Mhm. Ah, okay, das ist krass. Also schon mal weniger als gedacht. Oder es ist im vierstelligen. Nee, oder? Okay. Ich schätze jetzt mal 80. 92. Mit Animation, mit allem Pipapo, außer Musik. Und ich habe sogar, weil ich das Ganze, weil er länger gebraucht hat als erwartet, hat er von mir sogar und hat er mir sogar noch Sachen dazu gemacht, die gar nicht im Ding mit enthalten waren. Oh, das ist cool. Also, da würde ich auch länger drauf warten. Ich würde extra sagen, ja, lass dir Zeit. Also zum Beispiel, ich hatte gefragt, da meinte er so, ja, du bekommst eigentlich nur einen Quatsch-Kanal, also wo du reden kannst, so ein Just-Chatting-Ding. Ja. Da habe ich gefragt, ob er daraus nicht lieber so ein Gaming-Screen machen könnte, weil ich eben mehr zocke und da währenddessen rede. Da meinte er so, ja, kein Ding können wir machen. Und dann hat er dann auf einmal gemerkt, dann das war vor ein paar Wochen, wo er dann es eigentlich abgeben sollte, also 4 Tage vor, also einen Tag am Tag, der eigentlich in Abgabe hat geschrieben, hier, hör mal, ich werde nicht fertig, habe so viele Sachen, wo ich nicht weiterkomme, können wir das nicht verschieben, kannst mir nicht noch ein bisschen mehr Zeit geben, meine ich hier, nee, kein Problem, du bist in der Uni, ich verstehe das, können wir gerne machen, wie viel mehr Zeit brauchst du denn, meinte so, ja, wahrscheinlich 4 Tage, meine ich hier, komm, machen wir einfach. Und am Tag selber meinte, hat er leider ein bisschen länger Uni gehabt, da hat er mich gefragt, ob wir es nochmal am Tag verschieben können, damit er es eben am nächsten Tag abgeben kann und dann hat er es mir eben abgegeben. Ja, klingt ja alles ganz okay. Ganz legit auch. Ja, wobei ich habe mir den Panda ein bisschen anders vorgestellt tatsächlich, aber das ist nicht schlimm. Ja, also es ist immer nur so, wie man will, wenn man es selbst macht. Selbst da manchmal nicht. Also wenn ich es selbst gemacht hätte, wäre es hässlicher geworden. Ja, eben. Ich bin schon extrem zufrieden. Ich bin extrem zufrieden mit meinem, was da rausgekommen ist. Ja, ich finde es auch cool aus. Es ist so schön pink geworden, finde ich. Es hat so ein. Es hat eine schöne. Es hat so einen schönen Stil. So ein bisschen asiatisch angehaucht. Und das wollte ich ja auch so haben, dass es so asiatisch ist und so. Ja, ich habe ja auch hier diesen, warte, ich kann jetzt mal kurz machen. Sind diesen, ja, mehr oder weniger japanischen Flair, was, also man sieht es nicht wirklich krass, aber was die... Ich glaube, ich habe aus deinem Ding rausgeskippt, Entschuldigung. So, jetzt bin ich wieder da. Also es ist halt, ist nicht so krass, aber man sieht es und ich habe es halt nur genommen, weil es kostenlos war, um ehrlich zu sein. Suffering im Hintergrund, genau. Ja, ich, ich bin gerade nicht so gut hier. Ach so. Oh ja, nein! Wenigstens hast du so geile Übergänge, das habe ich jetzt nicht zum Beispiel. Ich habe bei mir, meine Übergänge sind einfach so, ja, jetzt ist der Übergang und du hast das andere. Wobei man da in OBS auch, ich weiß nicht, du hast ja Streamlabs, ne? OBS. Ja, ich habe OBS Streamlabs benutzt. Da weiß ich nicht, wie das ist, aber es gibt auch so, glaube ich, ein paar Übergänge, die man customizen kann. Das ist ja dann jetzt nicht dieser, die ich habe. Sie nochmal. Ja, ich wollte so. Custom, ich custom.
ich hatte so an Kirschblüten gedacht, die einmal durchs ganze Bild drüber schweben würden, dass man das eben dann so wechselt. Aber das wäre, glaube ich, viel zu speziell. Ah, shit, jetzt oh Gott. Es fällt mir gerade auf, ich habe ja gar nicht, habe ich wohl vergessen. Den, Screen gemacht für dich. Für Pokémon. Ist nicht schlimm, ich habe ja jetzt erstmal das und ich habe das Ganze auch bei Pokémon erstmal auch ein bisschen umgeändert, dass okay. Ich das erstmal erstmal auch spielen kann überhaupt, die DS-Games. Das habe ich ja auch, wie gesagt, meine neue Karte, deswegen musste ich das Ganze ja ein bisschen umstrukturieren. Ja. Und jetzt habe ich das so gemacht, dass ich hinterher dass ich jetzt die zwei Bildschirme übertrage und habe ich oben und unten über dem kleinen Bildschirm noch ein bisschen Platz. Da würde ich dann jetzt einfach dann so eine Art, bleibt es einfach so und gut ist. Vielleicht könnte man da nochmal mit Weiß das machen, dass man da entsprechend oder Pink, dass man da entsprechend dann auf seine rote Box oder so verweist. Das glaube ich würde nicht so gut reinpassen mit dem Rest. Ja, oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ja, ich muss auch sagen, bei Pokémon, als ich das gemacht habe, da habe ich mir eigentlich auch schon Fertiges rausgesucht. Also ich habe es auch ein bisschen customized noch. Ist jetzt nicht so, dass ich bland kopiert habe, aber. Ja, ist aber einfacher. Ja. Geht auch noch schneller. Was er selber überlegt hat, das war's mit dem Bambus. Das wollte ich eigentlich, das habe ich eigentlich gar nicht gewünscht. Das hat er gemacht. Bei mir war wirklich nur die Vorgabe, ich hätte gern was mit Pandas und Kirschblüten. Das war meine Voraussetzung gewesen. Und er hat dann mit Bambus und so gearbeitet, weil meine Anforderungen waren Pastellrosa und Pastellgrün. Wobei das Pastellgrün suche ich immer noch. Ja, aber du bist ja zufrieden, ne? Ja, ich bin extrem zufrieden, weil es hätte einiges anderes rausgehen können. Ja, also ich habe ja auch schon mal nicht bei anderen jetzt gesehen, aber halt so Leute, die es quasi anbieten. Und da finde ich auch, hast du noch einen erwischt quasi, der sehr gute Arbeit macht. Ja, das finde ich auch. Auch wenn ich finde, dass der Banda gerne hätte glänzen dürfen. Das macht ihn so ein bisschen lebendig, wenn er so minutenlang dich mit weit aufgerissenen Augen anstarrt und nur winkt. Wobei man das wahrscheinlich auch noch selbst machen kann irgendwie. Ich weiß es nicht. Also ich habe den Banda zwar noch bekommen, aber ich weiß nicht, ob ich das noch... Ich glaube, da war wieder keine. Ja, wobei sowas zu lernen eigentlich relativ schnell geht. Wenn man es so einzeln macht, quasi. Also, wenn ich das jetzt bald lerne, kann ich das auch durchmachen. Jetzt traue ich mich lieber noch nicht ran, aber. Was ich aber dafür herausgefunden habe, warum mein Avatar halt so pixelig war. Ja. Also, du hast ja gesehen, wenn du bei meinen Streams warst, dass mein Nietzsche immer so sehr pixelig war. Auflösung dazu. Genau. Weil, was ich festgestellt habe, wenn du das Programm, also das Fenster, wo du das überträgst, minimierst und dann dein Nietzsche entsprechend dann da einfügst, dann wird der verpixelt. Ah, okay. In OBS, weil die dann auf einmal das eben nicht als die Originalgröße mehr anerkennen, die da war. Okay. Weird. Und deswegen muss man das eigentlich immer komplett normal aufrufen, das Programm, muss es aber im Hintergrund offen lassen, damit es eben nicht so ist. Okay. Interessant. Deine Katze, die ist so süß. Die atmet gerade so süß. Ja, hat ja Annika auch schon gesagt. Katze ist ein bisschen sehr süß. Ja, Katzen sind immer süß. Das stimmt. Das ist immer richtig. Mit so Interaktion mit Zuschauern, glaube ich, dass wenn du es mal haben kannst. Das stimmt. Die habe ich leider nicht Spaß. Ja, ich tue mich da auch noch ein bisschen schwer mit. Das ist mir teilweise. Ich bin manchmal so überfordert. Mir fällt schwer, Zuschauer quasi dabei zu halten, weißt du? Dass sie nicht gleich wieder gehen. Ja. Ich hab's gerade ein bisschen besser versucht als sonst, als du den Wait gemacht hast. Aber ich glaube, selbst dann auf lange Sicht so. Ist schwer. Es ist generell schwierig. Es ist generell schwierig. Weil ich meine, das Ding ist, man findet auch nicht immer gleich ein Thema, mit dem man reden kann. Ja.
Und man muss da so ein bisschen das Gefühl für finden, wie man das am besten macht. Und ich meine, nicht alle, die bei dir in den Stream kommen, wenn du das siehst, oh, bei mir sind auf einmal 12 Zuschauer, oh Gott, die kenne ich beide nicht wahrscheinlich. Nicht alle von denen wollen angesprochen werden. Die, die lurken, wollen, die lurken, und die, die nicht lurken wollen, die lurken nicht und gehen wieder. Oder schreiben. Ja. Das ist eben so eine Sache, woran man sich echt gewöhnen muss. Man muss einfach Leute machen lassen. Wenn sie nicht mit dir schreiben wollen, weil sie nicht interagieren wollen, dann musst du sie einfach... Ich rede ja Personen direkt nie oder ungerne so persönlich an, sondern ich sag mal, es ist einfach Chat. So. Ich spreche alle an. Quasi. Und die, ja. die nicht wollen, machen es eh nicht. Und die, die wollen, die schreiben dann oder sagen was. Ist dann quasi so eine Zwischenform, ist es quasi an... eine Ansprache, aber quasi nicht direkt an eine Person. So an der Person direkt mache ich eigentlich nur, wenn Chat aktiv ist oder bei einem Mod. Ja, ich sag das aber, es gibt ja auch, also was ich dir echt gönnen würde, wenn du endlich wieder tiefer gehen könntest. Oh ja. Damit diese ganzen Mods verschwinden, weil ich glaube, diese ganzen Mods schrecken auch einfach ab. Ja, ich habe das halt auch als Zwischenlösung gemacht. So, ich glaube halt zum Beispiel, Ich hätte dir viel lieber, ich hab dir den Mod-Status gegeben als Geburtstagsgeschenk, weißt du noch? Ja, ich hätte dir viel lieber einen VIP-Rang gegeben. Nicht, weil ich dir nicht vertraue, sondern einfach, weil es besser passt, so. Und ich dachte, ich kann das auch, aber ich musste feststellen, ich kann das nicht. Ich kann aber, du bist bei mir, bitte. Ja, weil du mich innerhalb von 16 Tagen überholt hast. Ey, das schaffst du auch noch. Ja. Ich schaff das auch noch zum VIP-Rang, aber dich überholen schaue ich nicht mehr. Will ich aber auch nicht, um ehrlich zu sagen. Ist mir... Ach doch. Das ist alles okay. Alles okay. Nee. Ich gönn's dir, ja. Mein Ziel ist gerade eher, Mitachi zu überholen. Weil ich mit ihm eher identifiziere. Ich sehe ihn jetzt als Rivalen, auch wenn er mehr Follower hat als du. Aber seine sind hauptsächlich Bots. Genau. Und er streamt nicht aktuell, das heißt, ich habe eine Chance hier aufzuhören. Wozu oder sind die roten Münzen? Ich müsste mal meine Statistik wieder mal angucken. Oh Gott. Ich bin mit meinen Statistiken jetzt ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Ja, wenn ich mir so angucke, was meine Statistiken sind, da denke ich mir so, ja, nächste Woche, things incoming. WTF ist dieser Kampf? Ja, der Kampf ist ganz fatal, Melissa. Was ist nächste Woche? Affiliate? Affiliate, ja. Ja, habe ich doch gesagt. Ich habe immer recht. Weil wenn ich mir so angucke, dann muss ich echt sagen, aktuell dümpel ich wirklich so bei ungefähr 3 Zuschauern im Schnitt rum. Das ist aber ziemlich gut. Weiß gut. Ja, ich timpel gerade bei 2 rum. Was für meine Verhältnisse auch gut ist sogar. Naja, im Schnitt, also am Tag. Ja, meine ich ja. Durchschnittlich. Wenn ich mir der Woche angucke, dann habe ich einen wöchentlichen Schnitt von... Ja, das ist mein schlechtester Stream diese Woche. Monatlich ist es... Auch er ist besser. Im Monat gesehen ist er schon besser, aber am Tag ist der... Heute hatte ich nur einen Schnitt 2,2 Zuschauer. Anführungszeichen nur. Ja, es ist ja nur. Das ist mein Durchschnitt generell. Immer. Weniger. Ich habe weniger, ja. Also das Ding ist... Ich weiß, ich bin ein Lowlife, aber du musst mich ja nicht so behandeln. Das Ding ist aber auch, ich sehe, dass meine einzelnen Zuschauer wirklich in den letzten paar Tagen teilweise echt hochgegangen sind. Sonntag hatte ich 31, Montag 28. Ich muss sagen, ich verstehe die einzelnen Zuschauer nicht. Ich weiß nicht, ja, was das ist. Interessant. Ich gucke da nie drauf, weil ich nicht weiß, was das ist. Ich auch nicht, aber ich finde es interessant, weil da 171 steht. Ich glaube, das sind die insgesamt... Nee, aber das würde dann nicht Sinn ergeben, oder? Nee, die Leute, auch nicht. Weil sonst hätte ich durchschnittlich mehr. Wenn es gut läuft, dann habe ich eventuell nächste Woche... Ja, aber eine dicke Chat habe ich 35. Was hast du? 35 eindeutige Chatter, was auch immer das bedeuten soll. Leute, die öfter chatten anscheinend. Hier ist die Scheiße. Ach. Und ein krasser Tag für mich war wirklich der Sonntag. Der 4.9. Was war da? Follower-Tag gefühlt. Ach, war das der, wo du irgendwie 10 Follower am einen Tag gemacht hast? 13. 13 sogar.
Weißt du, das hatte ich auch einmal, da hatte ich 12 oder so an einem Tag, aber das waren alles Leute, die ich kannte. Das war auch ganz am Anfang. Ich weiß nicht, also ich kenne davon wahrscheinlich einige von dem Dings her, von dem Streaming-Event. Trotzdem ist es so ein bisschen so... Alter, Leute. Ja. Leute. Ich glaube, ich muss mich auch mehr in Bubbles reinbringen. Ich bin zu introvertiert, ja, was Twitch angeht. Also ich habe mich da wirklich so ein bisschen, dass ich da einfach bei verschiedenen Sachen mitmache. Es macht um einiges einfacher, wobei ich muss die Leute auch ein bisschen mehr mit, ich muss ein bisschen mehr Social Media Zeug machen, tatsächlich, stelle ich fest. Hol den Twitter. Ich tweete so viel. Twitter wollte ich jetzt nicht, das ist mir nur zu sehr Hassblase. Kommt auch an, welche Bubble du bist. Ach, ich muss auch noch meine Twitch-Stream-Geschichte da verbessern. Da habe ich auch meine Sound-Alerts her. Ja, ich muss meine auch mal wieder aktualisieren. Ich will diesen Waden-Sound nicht mehr haben, den ich bei Waits habe. Da cringe ich mich zu sehr ab. Ja, ich hab das auch, also kennst du bei, also ich hab's über Tiki-Stream gemacht. Ich glaube ich auch. Bin mir aber nicht ganz und sicher. Und da hab ich mir sowas gemacht mit so kleinen Panda-Bären, die dann verknudeln, also so Panda-Bären mit USB verknudeln. Bist du eigentlich ganz süß? Ja. Finde ich auch. Bald habe ich auch ein neues Layout und alles, dann bin ich wieder ganz dabei. Da bin ich schon. Ja, ich auch erst. Das wird schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Voila. Okay, ja. Hast du es überlegt? Ja, glaube ich. Okay, ja. Puh. Aber wirklich glaube, was wichtig ist, dass man einfach sich ein bisschen, wie gesagt, in verschiedene Bubbles mit einbringt, wo man wirklich aktiv ist. Ja, auf jeden Fall. Wenn man Bubbles ist, wo man nicht aktiv ist, dann bringt es einem nichts. Deswegen, ich bin in keiner Bubble so wirklich mega aktiv. Also ich meine, was spielst du denn hauptsächlich? Du spielst hauptsächlich Genshin. Au. Musst du mich so beleidigen? Hast du das auch gehört? Was denn? Ach gut. Ich wurde gerade von meinem eigenen Ton ziemlich überrascht. Weil ich habe ich habe ein paar Sachen gemacht, das ist eben so ein bisschen. Ja. Ja, Ton habe ich auch manchmal. Da muss ich auch noch gucken, generell. Das war so laut. Ich hab mich so erschrocken gehabt vorhin, dass ich da gefühlt aus dem Fenster gehüpft. Don't jump. Ja, überall so kleine Pandas. Bei mir ist das ganze Thema wirklich überall. Panda, 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 Panda. Ja, ist ja gut eigentlich, wenn man so ein Team hat. Ja, also das ist ja die Sache, wo ich sage, ich muss irgendwo konstant sein, damit das Ganze auch funktioniert. Ja, okay. Ich hätte ja auch gerne ein Maskottchen, aber ich weiß immer noch nicht was. Weil ich bin so einer. Ich will mich festlegen. Ich würde ja sagen, ich nicht Erik, aber ich, das wäre nix. Erik ist nicht mehr. Erik, nee. Der war Early Game, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr? Erik ist tot. Sad. Das ist sad. Dein Erik kann gerne noch da sein, aber... Der Bot auch, aber... Aber der Rest ist... Mein Kumpel Erik, der ist Geschichte. Ich habe Kontakt mit ihm abgebrochen. Ich bin total von Melissa der Meinung, Spaghetti. Bravissimo! Mamma mia, Spaghetti. Ich genauso. Spaghetti. Spaghetti. Ravioli, Ravioli. Vielleicht können wir ja so ein. Kannst du ja so ein Spaghetti-Monster als. Let's go! Was Köttchen haben. Ich kann den Kurs das wäre machen. Was Kreatives oder so, weil ich meine, es hatte irgendwas so italienisch angehauchtes, so ein Mario-Duplikat mit Spaghetti im Mund. So ein Mario, der Spaghetti raucht. Ich hole mir einfach Marios zweiten Bruder. Und da heißt dann, keine Ahnung. Was ist noch Dario. So ein was ist denn ein richtig typisch italienischer Name noch? Neben Mario und Luigi.
Giuseppe. Giuseppe. Oder Giovanni, der Mafia-Boss. Dann bekommt er so ein schwarzes Outfit angelegt mit so einem M, also auch mit einem M oben auf der Stirn für Mafia, und kriegt dann so eine Spaghetti zwischen den Lippen gelegt. Klingt gut. Und das raucht dann. Wahrscheinlich würde ich dann gecancelt werden wegen Rassismus, aber. Wie, warum? Das ist doch nicht rassistisch. Das italienische nur... Stereotypen. Ein Naus ist nicht rassistisch, aber die Leute heulen rum, ich weiß das. Es muss ja nicht sein, dass er Giovanni heißt. Kann ja auch einfach, keine Ahnung, Gustav heißen. Gustav Ente. Gustav Ente. Oder, Manfred. Manfred. Ja, wegen dem M. Manfred Mario. Ja, genau. Manfred Mario, Margarete. Der zweite. Nee, ich glaube tatsächlich, die Bubble, an die ich am meisten Interesse hätte, ist Animal Crossing tatsächlich. Weil die Bubble ist so gechillt. Da hätte ich Bock drauf. Aber dann muss ich mehr Animal Crossing spielen. Muss ich auch wieder Bock haben. Das Ding ist aber auch, die Frage ist, wie kommt man so eine Animal Crossing Bubble haben? Ja, es gibt genug kleinere, mehr oder weniger kleinere YouTuber. Oder Streamer auch. Die noch auf der Größe sind, wo man da Kontakt aufbauen kann. Und selbst wenn nicht, Hauptsache die Bubble. Man muss ja nicht Animal Crossing spielen, sondern keine Ahnung, geht auch am Morgen was oder so. Ja, da kann ich dir auch helfen. Wir spielen zwar Bußbußtag, also es ist zwar sehr ähnlich zu Among Us, aber es ist Among Us. Ich kann nicht gleich Among Us spielen. Ja, was ist noch mit ein paar anderen Rollen? Du hast die Pelikan, das ist schon lustig. Wasserspritzen. Ja, ne? Mhm. Ich frag mich ja, wo er es hinspritzt, welches Loch. Ha? 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 Das kam unerwartet. Goose Goose Duck ist cool. Das ist... Ja, ne, Melissa? Ich kenne das gar nicht. Das ist so geil. Du hast da verschiedenste Enten liegen. Und du hast einmal die Enten, die sind böse, dann hast du die Gänse, die sind normal. Und du musst als Ente eben, du hast verschiedene Entenmöglichkeiten. Du hast verschiedenste, du könntest eine, du hast verschiedene Möglichkeiten, Leute umzubringen. Du könntest ein Bombenleger sein oder einfach nur ein Attentäter, Profikiller, was auch immer. Das ist so wie mein echtes Leben quasi. Ja, genau. Und die Enten haben spezielle Rollen noch einmal. Das ist im Grunde genommen wie Among Us, nur ein bisschen anders. Und man kann eben auch furzen. Was? Ja, du kannst furzen. Man kann was? Man kann furzen. Warum kann man das? Weil man da zum Beispiel macht dann so Sass, so fast Sass furzen. Da steht in dem Furzen der Furzwolke Sass. Wie teuer ist das Spiel? Kostet nichts. Oh, damn. Die Furze aber kosten Zeit. Ich dachte kurz, die Furze sind die DLC. Die musst du frei. 2 Euro pro Furz. Mit so. Nee, die musst du mit so komischen Coins verkaufen, die du irgendwann bekommst. Aber nice. Aber es macht echt Laune. Ich hatte sie mal runtergeladen im Vorfeld, weil ich gedacht habe, naja, das werde ich bestimmt mit ein paar Leuten spielen. Nee, ich kannte das ja nicht. Ich dachte immer so, okay, Among Us. Aber Among Us spielt eh keiner mehr. Okay, spielen immer noch Leute, aber. Nicht mehr viele. Keiner, die ich kenne. Ja, und das Problem ist nicht nur bei. Oder keine YouTuber. Ja, das Problem ist nicht nur, dass es kaum welche spielen, die meisten bekommen einfach keine Gruppe voll. Ja. Das ist ja das Problem. Würden die Gruppe voll bekommen, dann könnte man das ja easy machen. Und Among Us ist so anders geworden. Ich habe letztens eine Runde gespielt, es ist so anders. Ich war Imposter sogar. Weißt du? Ich war ganz sass. Ich hab gewonnen. Oh Gott. Das Sass ist das Sass, den ich gesasst habe. Oh mein Gott. Was so? Ey, yo. Ey! Die Münze haut ab. Ja, der hat keinen Bock auf mich. Sassy. Ja. Da weiß man, wie es ist. Sollte irgendwo hier sein. Und vielleicht warte ich sie hinten jetzt. Wenn es die gleiche ist. Nein! Warum ist die so?
eben fishy. Mano. Da ist sie. Sie ist eben wie eine Frau, schwer zu kühlen. Na gut. Jetzt komm her, Münze! Sicher, dass du die Münze willst? Ja, komm her, Münze! Okay. Du bekommst sie schon, ich sehe es. Oh, es ist Münze, du schaffst das. Yeah. Sie ist bestimmt nur ein Fake. Nee. Stell dir mal vor, sie wäre Fake, das wäre so traurig. Ich hätte das Spiel ausgemacht, wenn es schon beendet. Die wäre nur eine Illusion der Schattenwelt. Ach, kann mich das Spiel mal so sehr verarschen lassen, wenn ich. Was muss ich überhaupt machen? Ich muss Sandburgen bauen. Musst du? Ja. Na dann wünsche ich dir viel Spaß. Yay. Ich dachte ja, dafür ist man schon ein bisschen zu alt, aber naja, für Sandburgen ist man nie zu alt. Ich bin für nicht zu alt. Ich bin für nicht zu alt. Oh, da hast du sogar schon den ersten Teil der Sandburg gebaut. Ja, und jetzt muss ich hier irgendwas machen. Oh Gott. Das ist aber eine sehr professionelle Sandburg, die fast kaputt geht. Ja. Renn weg, Münzen. Das ist nicht, dass ich gemein klinge, aber das hört sich schon komisch an. Hört sich so ein bisschen so an, als hättest du was ganz anderes gerade am aktiven Sein gemacht. Naja, heute nicht. Heute, warum ist hier nur ein Ab? Wo ist der Stern? Oh mein Gott, warum ist er da? Weil Baum. Oh. Nein, was machst du? Oh mein Gott. Spring doch nicht rüber. Du Freak. War das gerade ein Mädchen? Ja. Okay. Keine weiteren Fragen an den Angeklagten. Ohne meinen Anwalt sage ich nichts. I know that you do not sound like that. Antonia! Wer hat das Oh nein, Melissa. Ich habe das oft genug in meinem Leben hören müssen. Antonia? Nee, aber... Vor allem, nicht mal mit IA, sondern mit Mia, mit Y, so dass ich wie eine Katze klinge. Ja. Ja. Ich sollte nicht das machen. Ich sollte einfach... Ich muss mal gucken. Ah! Oh, aber diese Gummibärchen-Wassermelone, die waren so widerlich. Hast du die im Stream gegessen, oder wie? Ja. Freu dich schon mal auf morgen. Mit labern. Ach, morgen hast du denn 12 Stunden. Ach, genau. Ja, ich werde wahrscheinlich auch währenddessen mal streamen, weil ich gezwungen werde. Mhm. Ich werde währenddessen was sehr Brutales essen müssen. Also sage ich jetzt schon mal auch an Melissa, Annika weiß ja schon Bescheid, weil es eventuell ihre Idee war. Ich muss eventuell... Scharfes essen? Ich wünschte, ich wäre nur ein bisschen scharf. Ich wünschte... Der schärfste Chips der Welt? Ich wünschte, das wären Chips. Ich weiß selbst nicht ganz, was es ist. Es sind Nudeln. Irgendwelche Asiennudeln, die sehr scharf sein sollen. Ah, oh, die. Ach ja, gut, dann stirb erstmal. Ich werde mir erstmal fetten Mehl hinstellen. Ja, ich weiß aber, was es ist. Also Leute, schaut morgen auf jeden Fall im Stream dabei, weil ich werde sterben. Ich werde es im parallel anmachen, aber ich kann nicht schauen. Ich werde. I know. Ich werde streamen müssen. Ich kann aber über Voice da mal kurz Hallo sagen, also über Discord, und fragen, wie es dir geht, ob du noch lebst. Ich werde im Koma liegen. Ich werde nicht schlafen können. Und ich muss. Oh, das Schlimme ist, ich muss um 6 Uhr arbeiten dann. Das Gute ist aber, dass du nicht schlafen kannst. Du kannst bei mir dabei sein. Ja, stimmt auch. Die Frau, die schlachtet alles aus. Oh Gott. Was muss ich machen? Ich werde so fett sterben. Ich weiß es.
Brack, 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 brack. Überlegt aber meinen Char nochmal zu überarbeiten und nochmal einen komplett neuen zu erstellen bei V-Void. Oder nochmal eine ganz andere Form auszuprobieren mit einem 2D-Charakter. Oh, sonst und dann bist du halt, wie nennt man das? Man ist ja nicht mal VTuber, sondern was war's? Ja, doch, warte, ein VTuber nur mit Live-2D. Ich glaube, die hatten nochmal einen extra Namen, oder? Ja, war es PNG-Tuber oder so? War es das? Nee, die heißen anders. Aber sowas, kennst du Monarch? Nee. Die hatten einen anderen Zeichenstil als ich und da konnte man um einiges besser den Charakter und es sieht auch ein bisschen detaillierter aus und auch ein bisschen, ja, weniger, ich weiß nicht, so wenig, es ist eben halt ein 2D-Char. Ich will auch VTuber sein. So einmal in der Woche. Ja, du kannst ja auch einfach bei, wie heißt das, was habe ich genommen? Bei V-Void Studio kannst du dir einen V-Void-Char machen, das über VC-Face dann einfach dann mit deiner Kamera verbinden und dann kannst du entsprechend dann streamen. Also einfach nur noch bei OBS einfügen, fertig. Du kannst dir auch irgendwelche Models da als Vorlage nehmen, damit es ein bisschen einfacher wird. Deiner Kreativität freien Lauf lassen, ist total easy. Ja, aber ich bin nicht kreativ. Ja, es muss ja nicht so kreativ sein, es muss ja nur für den Standard-Studi reichen. Warum kriege ich das gerade nicht hin? Bin ich dumm? Mhm. Jetzt da hin erstmal. Wenn du vorhin den Text gelesen hast, solltest du bemerkt haben, dass da stand, sollst du an den Rand noch ja, hab ich und dann ja. runter. Habe ich ja. Aber die verfolgen mich immer. Los, Big Boy. Oder sowas wie Big Boy, das wär, ist ja dein Lieblingssatz, dass du da sowas wie ein Big Boy als dein Dings hast. Ja, aber was ist ein Big Boy? Das ist jetzt die Frage, ne? Ein Buffy Boy. Oder so ein kleiner Hund, so ein Hundi und so ein Hundi. Ein kleiner Bautzi. Ja, ein Bautzi. Und dann steht da drüber einfach Big Boy. Oder hat so eine Hundemarke, wo Big Boy draufsteht. Ein süßer kleiner Hundebauzi, so ein Welpe und dann drauf Big Boy. Der Big Boy. Ja, das wäre so. Wenigstens süß, weißt du? So als, so als allgemein, you know. Ja, einen Hund will ich eh machen. Ich mache mir einen VTuber-Avatar mit einem Hund. Das stelle ich mir schwierig vor. Möglich ist alles. Ich habe eine Drachenkatze gesehen. Es gibt auch welche, die haben das schon fertig programmiert. Du musst das dann einfach nur noch runterladen und dann nur noch einsetzen. Das wäre auch möglich. Weißt du, warum sie sich. Aber willst du echt ein Furry werden? Nein, ich meine ja kein humanoider Hund, sondern ein Hund. Einfach ein Hund. Das war's. Einfach nur ein Hund, der labert. Ja. Ich sehe da einige Probleme auftauchen. Wieso? Nun, Gefühl. Ich finde, das ist eine prima Aber, Idee. Ja. Also, ich sehe das von Annika sehr, sehr stark. You wanna be a fairy? Nein, ich hab doch gesagt, kein Humanoid. Ich hab doch niemals gesagt. Humanoider Hund. Ich hab niemals gesagt, Humanoider Hund. Ich hab einfach nur gesagt, ein Hund. Ihr denkt sofort an Furries. Weißt du, ihr seid die Psychopathen hier. Ja. Das ist eben leider Gottes auch eine sehr, sehr logische Schlussfolgerung. Bin mir ziemlich sicher, ich habe letztens erst auf Twitter geschrieben, dass Furries weird sind. Ich weiß es nicht. Aber no judge, zumindest. Ja doch, Furries sollte man immer judgen. Ich judge niemanden. Das ist schon mal so ein Punkt, den man sich angewöhnen könnte. Nee, aber, Furries haben wir nicht. Nee, aber was ich sagen wollte, du könntest dir ja einen, ja, Melissa, da bist du wohl ein bisschen alleine, befürchte ich, mit dieser Einstellung. Zumindest hier gerade. Weil ich bin kein Furry-Liebhaber, ich finde es okay, dass die existieren, aber ich brauche sie nicht. Ich finde solche Sachen wie hieß der Anime jetzt, der rausgekommen war mit dem,
Du musst nur einen von denen, dann kannst du die immer noch aus dem Gleichgewicht bringen. Ja, aber es kommt ja trotzdem nicht. Ich habe kein Wasser mehr. Was soll da? Ich bin nicht Weird Annika. Außer du meinst Melissa. Nee, aber wollte ich sagen. Man kann ja auch so einen Hybrid machen, so einen Dogboy. Nee, ich will kein Furry sein. Ist ja kein Furry. Ich will ein Hund sein. Ich bin ja auch ein Panda-Mädchen. Ich habe mir einfach nur Panda-Ohren gemacht. Ich bin ja auch kein Furry, weil ich Panda-Ohren habe. Nur, ich will einfach ein Hund sein mit Hut. Ein Hund mit also Hut. Also ein gezeichneter Hund mit Hut. Nicht gezeichnet, ein Avatar. Ein Avatar, also sowas wie meiner. Ja. Das wird schwierig, wie gesagt. Weil die meisten Sachen, die da von V-World sind, das sind eben humanoide Wesen. Deswegen meine ich. Ja, das ist enttäuschend. Ja, deswegen möchte ich mich auch eher ein bisschen umorientieren und möchte lieber, wie heißt das? einen Großauftrag in der Richtung vergeben. Du musst weiter nach außen, glaube ich. Ja, ich versuche jetzt auch. Ich wollte mir so einen eigenen Charakter machen. Du musst noch weiter nach außen. Hab ich. Ist ein Hundevideo sein, ja, siehst du? Wo ich eben meine. Ja, das kann man easy sein, also so normal gezählt, aber nicht bei Revolt. Das sieht da echt weird aus. Das wollte ich damit sagen, nicht, dass es gibt unmöglich ist. Es gibt bestimmt noch andere Methoden. Ja, natürlich, aber das, was ich nutze, da wird es garantiert nicht passen. Das weiß ich jetzt schon. Dann nutze ich was anderes. Ich gebe meine Träume nicht auf. Ich werde Hunde-VTuber. Das ist okay. Du kannst auch bei uns mitmachen, der VTuber-Bubble. Ja. Nee, aber... Dann willst du aber nicht mehr dabei sein. Ja, wahrscheinlich stoßen mich dann alle raus, weil ich ein Hund bin. Nee, das finden wir in Ordnung. Wir sagen niemanden, wie dann aussehen. Wir sind alle weird. Wir lieben Anime. Liegt ihr auch Hunde? Ja, natürlich. Doggos sind die besten. Außer die Katzen-VTuber sind, die mögen natürlich lieber Katzen, aber das ist eher. Ja, sind da meine Feinde oder was? Weil ich da. Nee, das ist Gang Wars. Nee, ist alles in Ordnung. Wir mögen alle. Wir sind alle nett und freundlich und wir haben unsere Doggos, unsere Lieben und so weiter. That's nice. Ich lerne Wigging und dann mache ich dir das. Ach, süß. Warum bin ich weird, Annika? Was habe ich gemacht? Ich habe natürlich gesagt Hund. Weißt du, ihr habt das jetzt zu Furries gemacht, ja? Nee, sie meinte, dass Annika hat geschrieben, dass Antonia... Ja, das bin ja ich, glaube ich. Ich glaube einfach, weil sie denkt, dass ein Hund ein komischer Char ist als V-Char. So ein redender Hund, aber es gibt ja auch Leute, die sind Yoshi oder so. Nee. Also no judge. Ich finde Hunde cool. Aber was ich mir überlegt hatte, dass ich mir da so einen Char mache, der dann eben so ein Outfit wie von Raiden Shogun hat. Mhm. Dann eben so kleine Panda-Öhrchen auf dem Kopf, lange schwarze Haare mit einem spitzen Weiß gehend, also so ein schwarzer Überlauf ins Grau und dann ins Weiß, wie so ein Panda halt. Mhm. Oder andersrum besser gesagt, dass man eben weiße Haare hat und dann unten schwarze Spitzen, damit sie eben ein bisschen mehr Panda ist, weil Panda sind ja eher so schwarz-weiß gefleckt und am Kopf sind sie ja eher weiß und hinterher werden sie eher so schwarz. Kleine süße Panda-Öhrchen, so eine kleine Schleife in den Haaren. In so einem lila Ton wie von dem Kleid wahrscheinlich und noch ein bisschen so Sakura-Blüten in den Haaren, damit sie so ein bisschen verträumt wirkt. Ja. So gerade aufgestanden. Und in den Armen soll sie halt ein kleines Kissen so mit so kleinen süßen Herzchen drauf und Panda und Zeug. Und kosten wird mich das ganz zu viel. Zu viel. Ja. Ich muss dafür 3 Monate sparen. 3 Monate? Allein dafür. Rate mal, wie viel Leute dafür möchten.
Also inklusive Animation und allem. Boah. Und verschiedenen Gesichtern. Kann ich knapp 600 Euro. Jesus Christ. Du nennst dich selbst manchmal weird. Ja, und du sagst dann immer nein, bist du nicht. Du bist nicht weird, du bist nur manchmal ein bisschen speziell, wie wir alle. Ah, warum wusste ich, dass du speziell sagst? Ah, ich wusste es. Weil speziell noch netter ist als weird. Speziell ist so dieses, was man aus dem Mitleid sagt. Dann bist du besonders. Jetzt bin ich auch noch besonders. Ja, siehst du mal. Ja, toll. Jeder ist besonders auf seine Art und Weise. Was soll ich sagen? Jeder ist einzigartig. Ja, das klingt schon besser. Oh nein, der wilde Wickler-Widerstand. Oh no. Ah nee, der liegt doch schon wieder. Nee, ich wollte darauf jetzt 2 Monate warten, dann bekomme ich mein Dings wieder. Und zwar meine Winter-Weihnachtsgeldzahlung und davon wollte ich das finanzieren. Sounds good. Auch sehr teuer. Ich habe ja auch schon Weihnachtsgeschenke für 3 Viertel meiner Verwandten, also alles okay. Ich verschenke einfach das Zuspiel, was ich letztes Jahr geschenkt bekommen habe. Brauch's nicht. Ich nutze anderes Duschgel. Brauch's nicht. Ja, warum soll ich Duschgel nutzen, was ich nicht nutze? Oh mein Gott, ich war jetzt gerade nicht sowas von. Komm on, Big Boy! Let's go! Ich glaube, der Wickler, der dreht gerade am Rad. Ja, und jetzt trete ich auf sein Ass. Let's go! Ja. Ich habe jetzt von einem Streamer länger nichts gesehen oder gehört, besser gesagt. Das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ja, ich habe ja auch mal eine Monatspause gemacht. Ja, also er meinte, also das war eigentlich so, er meinte ja da und dann wieder zurück. Und dann denke ich mir so, naja, lange nichts von dem gehört. Ja, manchmal reden Menschen einfach. Ja, ist trotzdem weird. Big Boy. Naja, vielleicht kommt er. Aber ja, ich hoffe, es wird dann süß werden und ich hoffe, das werden dann die Leute auch feiern. Bestimmt. Ja, weil ich bin ja nur ein ganz unbedeutender Mensch. Shut up. Es ist ja wahr. Nein! No, it's not true. Chat sagt, dass sie nicht unbedeutend ist. Wie, jetzt schreibt keiner, ne? Dann bin ich mad. Ey, das siehst du. Danke, Annika. Das echt siehst du. Ja. Alle haben klein angefangen. Genau. Und man braucht eben Zeit. Genau. Das ist eben wie eine Blume, die muss ich erstmal entwickeln. Genau. Und du mit deinen 60 Followern entwickelt sich leider ein bisschen schneller. Ich glaube, es geht aber auch generell relativ flott. Ja, für dich. Frauen meine ich. Ach so, ja. Und ich meine, wenn es dann soweit ist, dann können. Ich brauche erstmal auch meine 3 Follower, die mir den Shit zugucken. Das ist ja auch erstmal gerade so ein Krampf bei mir. Und wenn das erstmal passt, aber dann kann es ja immer noch weitergehen. Die sind auch schon mehr als bei dir. Die sind auch mehr als bei mir. So meine ich das. Ich wollte schon sagen, hä? Wo macht das denn jetzt Sinn? Wo soll mich das denn jetzt aufbauen, emotional? Nee, ich will dich beleidigen hier, weißt du? Oh Gott, oh Gott. Ich will dich demotivieren. Total schrecklich. Total schrecklich. Ihr möchtet ja gleich aufhören und nie wieder anfangen. Ich bringe mich um. Und die 90 Euro, die ich jetzt schon reingesteckt habe, so gefühlt. Ich darf nicht aufhören. Ich habe einiges an Geld für einen Discord-Bot ausgegeben. Discord-Bot? Ja. Ach, du meinst der Bot, der ab und zu mal reinschreibt, bitte followen? Nee, nicht der Nightbot, der auf Discord. Auf den Server, den Discord-Server, jetzt nicht auf Twitch. Ah, der Bot. Ja. Ja, gut. Der immer sagt, ey, der Bastard ist jetzt live. Der Bastard hat wieder getweetet. Das hab ich gar nicht gemacht.
Ich habe einfach nur so gedacht, okay, ich stelle mir einen Bot ein und vielleicht reagiert der und wenn er nicht reagiert, ist auch okay. Ja, man braucht ja auch nicht einen großen. Ich habe mir gedacht, hey, mein Wachstum wird bestimmt ganz okay sein. Come on, nein, ich will nicht sterben. Nein! Nein! Ich muss nicht sterben, ich muss sterben. Also ich glaube, wenn, also, oh, Annika, ich bin keine große Süßi. Shut up, in mein Chat ist jeder süß. Okay? Es gibt hier keine unsüßen Viewer. Außer Waffelnada. Du musst so öfters sein. Wenn du öfters so süß bist, dann werden da bestimmt auch Leute dann auch weiter zu gucken. Aber süß sein ist langweilig. Also wenn du lieb bist. Naja, wenn du lieb bist. Also du musst ja nicht immer lieb sein. Du kannst ja auch. Ich bin ja auch nicht immer. Weißt du, und dann werde ich Schleimer genannt. Komm. Fuck. Ich meine, bei manchen kommt nun mal dieses, nicht Bad Boy Gehabe, aber dieses, wie heißt es, dieses einen auf dicke Hose tun gut an. Bei den anderen so, so tue ich jetzt auch nicht. Ich bin einfach nur ein Troll. Ja, gut. Ich bin einfach nur ein Joker. Du bist ein Joker. Ja. Ja. Aber nicht der böse Joker, sondern der lustige. Welcher von den Joker war jetzt lustig? Keine Ahnung. Ich hab nicht viele gesehen. Ich kenne nur zwei. Aber das Ding, was ich wirklich merke, die meisten VTuber, die ich mir so angucke, sind alle 2D. Echt? Ich kenne gar nicht so viele. Ja, die meisten. 2D. Also ich kenne mehr 2D, also ich kenne mehr, die wirklich mit 2D erfolgreich sind, als die mit 3D Erfolg haben. Das ist krass. Und das liegt, glaube ich, auch wirklich daran, dass das 3D echt nicht gut aussieht teilweise und das 2D um ist halt schwieriger. Ja, nicht nur das, man sieht auch wirklich da bei dem 2D, das ist irgendwie ein bisschen niedlicher ist und mehr Optionen und mehr anbietet als das 3D irgendwie. I don't know. Also es ist vielleicht auch nur, weil ich mich jetzt irgendwie so ein bisschen daran gewöhnt habe, aber ich finde, also ich persönlich finde, ich muss da auf jeden Fall nochmal drüber arbeiten. Weil das ist auf jeden Fall nicht optimal. Weißt du was, Vanessa? Hm? Damit du endlich erkennst, dass du ein Süßer bist, werde ich extra für dich mir immer eine Woche ein VTuber-Day machen. Und dann streamen wir zusammen. Okay. Ich werd sterben. Du wirst sterben. Ja, Anni, kannst du dir bin ich süß, weil. Lego Joker, Melissa, danke. Da haben wir einen, siehst du? Weil du süß Lego bist. Lego Joker wurde sogar von Kronk gesprochen. Genau deswegen. Deswegen mochte ich ihn erst recht, weil das hat so geil gepasst irgendwie. I don't know. Weil du eine Süße bist. Die allersüßeste sogar von allen. Ja. Ja. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was Annika meint. Weil ich von gestottert habe, sag ich mal. Ich wollte das wieder. Ja, ich werde bei Raids immer wenn nervös, das ist total schrecklich. Bei was? Bei Raids, ich werde da so nervös. Passiert das auch bei dir? Naja, gut, also es ist jetzt nicht so oft vorgefallen, dreimal. Ja, bei mir auch viermal. In 9 Monaten. Und zwei davon waren, oder drei davon waren, ich weiß ja nicht, wie oft du gemacht hast. Ich raide täglich. Und jetzt bei mir. Immer wenn ich irgendwie online bin, dann raide ich auch irgendjemanden. Ich würde halt auch gerne raiden, aber streamt keiner. Also stream halt, ich folge halt super vielen englischen Kanälen, ne, und die. Ja, ich raide auch meine Leute zu englischen Kanälen, das ist mir so egal. Echt? Ja. Aber die. Ist ja dann so, ja, und dann jetzt eben, also wir gehen jetzt zu einem englischen Typen und gucken da ein bisschen zu. Ich will halt nicht irgendwie so große Leute raiden, weißt du, weil, keine Ahnung. Die sind nicht groß, die ich raide, sind maximal 20 Leute, die da zuschauen. Echt? Okay, ja. Da kann ich gar nicht so tun. Ich guck immer, dass ich so Leute raide, die in meinem
also die noch mehr Leute haben als ich, wo ich dann auch ein bisschen was event, wo man dann eben noch ein bisschen was von Mehrwert bekommen könnte. Weil hinterher macht der Chat eben meistens noch lustigere Sachen als man selber. Das stimmt. Und das Wichtige ist, wie gesagt, ja, dass man auch aktive Leute, die da mitschreiben, sich dann da einbringen, weil das macht das Erste wirklich unterhaltsam. Wenn man da allzu scheiße schreibt, dann kann man darüber eben auch einiges einfacher lachen. Weißt du, ich mach jetzt hier was. Nice to you. Was denn? Glücksrad. Glücksrad. I thought about the nice to you tomorrow. Was meinst du genau? Thought about nice to you. Ich glaube, sie dachte, ich möchte morgen zu dir nett sein. Ja, Anni, du bist doch immer nett zu mir. Oder nicht? Weiß es nicht, kann ich dir nicht sagen, ob sie immer nice zu dir ist. Also, aber ich glaube, sie neckt mich öfters, aber das sehe ich auch nachher nicht. Ich lose jetzt meine Persönlichkeit aus. Lieb. Deine Persönlichkeit aus. Cutie Pie. Uwe. Warte, ich wechsle mal den Screen. Moment, warum geht das jetzt gerade nicht? Was meinst du? Meine Face ID. Auf dem Handy? Okay. Ja, es hat gerade nicht funktioniert. Ich muss mal gucken. Lieb, Cutie Pie, Uwe. Jetzt wieder. Bad Boys, okay, erwartete Buchungen. 40 Euro gehen jetzt noch ab. Wunderbar. Nett bin ich nie zu. Hä? Ich finde schon. Wie gesagt, ich habe mir da schon ein bisschen was angeguckt, ein bisschen so überlegt, was Sinn macht, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Und mir schon mal da jemanden rausgesucht, der mir da relativ gut passt. Und auch vom preislichen bad Rahmen boys, her bad sehr. Boys. What you gonna do? What you gonna do when I come for you? Ich soll ein Bad Boy sein. Okay. Aber ich glaube, das werde ich über Etsy machen und nicht über Fiverr. Bei Fiverr habe ich Angst, dass da zu viele Scammer rumfliegen, die da hinterher nichts können. Ja, ja. Aber das hatte ich jetzt schon so gehabt, dass ich Angst hatte, dass er nichts kann. Aber hat sich ja als gut bestätigt, im Endeffekt. Ja, man ist trotzdem so ein bisschen verängstigt, aber man weiß nie so genau. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Twitter-Follower ich habe. Ich glaube ungefähr 40, ein bisschen weniger. Ich glaube 35 oder so. Und ein großer Teil, wenn nicht sogar die Mehrheit, sind irgendwelche Grafikdesigner und auch viele. Wo ich sagen würde, okay, die sind jetzt nicht wirklich trustworthy. Die mich auch schon teilweise angeschrieben haben und meinten, ey, sollen wir was für dich erstellen? Wo ich aber auch sagen musste, da war auch deren Art nicht so mein Fall. Also hätte ich auch so nicht gemacht. Palmaton zusammenstehen. Also ich habe, wie gesagt, mir überlegt, so ein bisschen mal ein bisschen rumgeguckt, mal ein bisschen geguckt, was mir gefällt, welche Spielrichtung mir denn gefällt. Weil es muss mir ja auch gefallen. Ja, das ist die Hauptsache. Genau, und ich möchte, wenn ich schon einen Charakter habe, dass der auch toll aussieht. Und das geht nun mal nur, wenn er wenn jemand Talent hat und das macht. Und ich selber kann das nicht. By the way, noch eine halbe Stunde, wann das ist, ist dann dein Geburtstag, deine Geburtsstunde oder was ist dann? Nee. Besser? Dann bin ich Bad Boy. Bist du Bad Boy? Ja. Weil du älter bist? Nein. Wow. Ja, also ja, ich werd älter. Mein Tag. Oh mein Gott, das ist ein Betrüger! Was ist ein Arsch? Oh shit. Nein! Oh Mann, hab ich gewonnen? Oh mein Gott, ich hab gewonnen. Das Sünde wie Birthday Boy. Ja, wer? Ich nicht.
Es war ganz knapp. Reverse Koopa rein war das ja, oder? Let's go! Da ist so ein Truppi Birthday Boy. Ach, wie süß. Nein. Nein, ich hab nicht Geburtstag. Ich hatte im August schon. Ich hab gesagt, was anderes. Ja, soll ich meinen Perso rausholen? Oder ist Melissa, die Geburtstag hat? Nee, Melissa hatte im Mai, glaube ich. Aber im Mai haben so viele Leute Geburtstag, da weiß ich auch nicht genau, welches Datum. Ich glaube, Ende Mai war es. Also Annika hat offensichtlich auch nicht. Sie schreibt ja schon, dass sie. Sie hat im Juli. Also, für wen? Also, wir streamen jetzt? Für Mario. Ach, Mario wird. Ja? Wie Mario. Mario hat Geburtstag. Da kam sein erstes Spiel raus vor, keine Ahnung, wie viele Jahren. 8.9. 9.9. Moment. 25 Minuten, genau. Ich wusste nicht mehr genau, ob 25 oder 26 oder so. Lüg nicht, Anni. Lügen darf man nicht sagen. Ja gut, also ich sehe bei Einzelnen, dass sie diese Halbweg-Stars benutzen. Aber ich finde die ja nicht so schön tatsächlich. Also ich gucke tatsächlich mehr Leute mit 2D-Charakteren. Ja, also 2D finde ich tatsächlich eigentlich immer hübscher. Also es hat immer. So 2D ist halt schon perfektioniert. Quasi. 3D wird immer dran gearbeitet und es geht immer besser, aber halt ist nie perfekt dadurch. Wie ich. Es kostet mich 530 Euro circa. Das ist auch schon eine Menge, ne? Hm. Jesus Christ, diese Münzen. Ich habe jetzt schon mal die Rezension durchgelesen. Es sind über 5050 Käufe, alles 5 Sterne bewerten. Also denke ich schon, dass es passen wird. Also, ich denke nicht, dass das dann auf einmal so ein starkes Unterschied sein würde zu dem. Außerdem ist es ein Chibi-Studio-Company gewesen. Ah, oh, okay. Also, die machen das wohl beruflich. Ja, dann denen sollte man ja eigentlich vertrauen können, vor allem bei den Preisen. Ja, das denke ich auch. Wobei ich auch überlegt habe, ob ich mir so ein Limit dazu nehme, aber ich denke nicht. Weil es kostet 100 Euro mehr. Ja, gibt's irgendwie hier? Das hast du mir schon versprochen, aber ich weiß schon, in welche Richtung es gehen soll. Das ist ja schon mal die Hälfte der Miete. Vor allem das Geile ist, die werben damit ab 5,27 Euro. Denke ich mir so, ach ja, kann man ja machen. Sehe dann so, ja, sie müssen ein Paket auswählen. Okay, dann wähle ich eins aus. Ich hätte gerne eine Full-Body-Geschichte. 525,50. Jesus. Ja, du kannst aber auch alles Mögliche dann entsprechend deine Personalisierungswünsche angeben. Ja. Wie groß der Charakter sein soll, was für ein Alter, was für ein Körpertyp, wie seine Personalität sein soll, was sein Kleidungsstil sein soll, wie der Haarstyle sein soll, wie die Augen, wie man sich's aussehen sollen, also von der Shape. Ich weiß nicht, was der Shape heißt. Form? Fragezeichen? Form, ja, Form passt. Form und auch von dem, von der Augenfarbe und auch von
2 interessiert gerade einen negativen Kommentar. Und zwar, ich warte seit 3 Monaten auf eine Modems-Modell, habe ich immer noch nicht erhalten. Ja, es ist blöd. Ja, ich weiß jetzt nicht. Das ist ein relativ neuer. Ja. Wahrscheinlich sind die auch mit sehr vielen Aufträgen gesät. Ich würde die eh mit denen erst vorher schreiben, bevor ich das Ganze wegschende. Das haben die auch geschrieben, dass die erst überhaupt schreiben wollen, bevor wir das machen. Bevor ich den Weg aufgebe, einen Auftrag gebe. Ja, das ist ja gut. Mal erstmal reden. Ja, weil ich finde, okay, eine Bestellung aufgeben und dann, wobei das war das Positive natürlich gewesen bei, Dings, bei Hamburg, da konntest du, wenn die dann zu spät dran waren, konntest du das sogar zurückverlangen, das Geld. Oh, okay. Deswegen war er dann auch so, dahinterher, dass ich das dann, dass er es dann fährt, dass er es dann macht und so. Und die sind teilweise sogar um einiges günstiger. Ja, so eine Versicherung finde ich ja immer generell gut, auch bei eBay und so generell. Also wenn da bestimmte Sachen nicht angegeben sind quasi. Ja, also ich würde schon jemanden haben wollen, der meinen Charakter dann gleich wickt und alles fertig macht. Ja. Das heißt also auch die ganzen Expressions und alles mit dabei. Das kostet mich aber auch schon bei einer Person, also für einen Charakter mit detaillierten allen Movements und 5 kostenfreien Ausdrücken, Gesichtsausdrücken und Full Body und unlimitierte Rezension auf 420 Euro. Das ist ein bisschen weniger, finde ich auch um einiges angenehmer tatsächlich, diese Menge. Und da ist auch eine 5-Sterne-Bewertung bei 97 Bestellungen. That's good. Ja, und so von dem, was ich sehe, muss ich echt sagen, finde ich es gut, auch wenn ich manche Sachen sehr fragwürdig finde von dem, was sie malen musste. Hm. Inwiefern? Fragwürdig? Sag ja, nicht das, worüber wir gerade gesprochen haben. Also es ist ein, kennst du ein Nager? Die Tiere? Ja, nee, es ist einfach eine Frau mit so einer Schlangenhälfte unten. Hat hinten Flügel, richtig schöne Haare, aber Basongas, das ist mindestens Doppel G. Kannst du es dir vorstellen? Ja, die Leute stehen drauf, I guess. Ja, also ich möchte jetzt nicht sowas, ich möchte eher sowas, was in Richtung hier geht. Also was ich mir jetzt gerade angucke, das finde ich eher. Weil ich möchte jetzt nichts zu krasses haben, ich möchte was haben, was hinterher meiner Meinung nach auch den, also auch mich besser widerspiegelt und nicht so eine komische Anime-Hentai-Figur aus irgendwelchen. Not gonna lie, mit einer Hentai-Figur, ey, da hattest du aber ganz schnell sehr viele Follower. Ja, aber ich will keine Hentais. Ich möchte sowas Panda-Ehrliches, also was ich mir gerade angucke tatsächlich von Sophie Parker, aber ich möchte keinen. Also ich möchte nicht, dass sie genauso aussieht wie Sophie Parker. Ich möchte schon andere Richtung gehen, weil sie jetzt auch so Panda-Thema sehe ich. Und das möchte ich gar nicht so haben. Also sie, von den Ohren her finde ich es okay, wobei sie bei mir auch so ein bisschen flauschiger sein könnten. Aber ja, in die Richtung soll es schon so ein bisschen gehen. Ja. Das gehört schon. Was sie möchte. Ich möchte auch gucken, was sie möchte. Oh nein. Ha? Ha? Weißt du, was die 24 Euro nur sind? Was dass denn? Sie das ganze, dass sie die ganze Animation einfügt. Dafür brauche ich keinen. Also ich möchte jemanden, der das Ganze designt und hinterher mir entsprechend wickt. Das sind meine beiden Sachen, die ich möchte. Weil ich bin zu unkreativ, um selber zu malen. Oder zu untalentiert, wie man es sagen möchte. Das ist mir egal.
Das wird er aber machbar sein. Mhm. Ja, das sieht doch. Jesus Christ. Wo ist die letzte fucking Münze? Auf die blaue habe ich jetzt keinen Bock. Das Geile ist ja, dass einfach steht ja so bereit zum Rücken. Da gibt mir so, ja, danke, damit ist mir echt geholfen, wenn ihr mir nur einen Charakter gibt, den ich dann selber noch rücken muss. Ja. Das heißt, ich gebe dann, keine Ahnung, 400 Euro fürs, für die Person aus und dann nochmal, keine Ahnung, 100 Euro fürs Rigging. Alter. Hier, das ist doch schon mal eine Core in Rig. Das steckt sich, oder? Ja, ich glaube auch. Bust up a half body, here's my mirror. Our services include. Was heißt, also könnt ihr mir aufschreiben hier. Oh, ich bin blind. Ich bin actually blind. Na 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 na. Bravissimo. Oh Mann, also manchmal so super. Ja. Passiert das manchmal? So, wie viele Missionen noch? Vor allem, weil das Problem ist, mein YouTuber, den ich mir vorstelle, der wird echt kompliziert werden, das weiß ich so schon. Und ich kann es verstehen, dass man da auch viel möchte. Irgendwo. Ganz, ganz viel. Ja, aber irgendwo bin ich dann aus, wo ich sage, ja gut, also ich möchte einen Charme haben, den ich gerne, oh Gott. Was ist das Teil, was ich gerade gefunden habe? Curry? Nee, normal. Also Zeichen und Tricken. Alles zusammen. Im Komplettpaket. Das billigste. Das teuerste. Das teuerste. 1500? Wollen weiter. Erzähl. Also, wenn du eine Top 10 Qualität mit ausdrücken, komplexen Ei-Sachen und so weiter und so fort. 7251 Euro. Hä? Wer hat denn. Wer gibt denn so viel Geld dafür aus? Ich nicht. Ja, besser so. Ich bin nicht einmal damit. Jesus Christ. Ich glaube, so langsam finde ich sogar das von Etsy noch relativ günstig und relativ angenehm, auch wenn ich mal ein bisschen fragwürdig finde, warum sie sich nicht melden. Ich muss den, glaube ich, mal erstmal schreiben, bevor ich das Ganze in Auftrag gebe. Ja, wahrscheinlich. Und ich glaube, das ist mit dem, ich warte schon seit so lange, das finde ich ein bisschen abschreckend. Auch 3 Sterne. Na gut, er hat aber 3 Sterne gegeben. Immerhin. Also ich glaube, er versteht das Prinzip von Voting noch nicht. Nee, aber das ist... Ich werde, glaube ich, vorher mit den Leuten nochmal schreiben, die Leute kurz schließen.
Vielleicht auch noch bei anderen Leuten nachfragen, wo die ihren Witcher her haben, ob die ihn selber gemalt haben oder wie auch immer. Und wenn sie einen Mobile-Auftritt haben, ob sie mir da irgendwie eine gute Referenzsache machen würden. Ja. That would be good. Ich muss kurz erstmal das gespeichern, damit ich das verliere irgendwie. Model and Rigging, hier ist es noch. Das sieht anscheinend aus wie nur Männer, das möchte ich nicht. Ich bin ja kein Mann. Echt nicht? Ja. Oh, ich glaube, ich weiß, wie ich da rankomme. Ich weiß, wie ich da rankomme, aber wo? Ich muss die Scheiße finden. Von dem Studio Chibi Dingsbums. Also die hat einfach verschiedenste Dinger entsprechend. Häufig ist er dann da. Und das macht er natürlich schon so ein bisschen den Eindruck von wegen, als würde er den Markt beherrschen. Und tatsächlich wirkt er auch relativ gut im Vergleich. Muss ja nicht schlecht sein in dem Fall. Nee, also ich glaube sogar, dass das relativ gut ist, weil dann hat er auch sehr gut bewertet. Also wenn er das, wenn er so schlecht, wenn er schlecht wäre, hätte er auch gut bewertet. Ja. Und so von den Sachen, die ich mir angucken kann, finde ich das dann am schönsten gelungen. Ja. Sehe ich genauso. Genau. Gut, soll das nicht sein. Ich habe Angst, wenn ich da irgendwas personalisiere, dass es dann eben teurer wird. Ich denke nicht, oder? Kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Ich denke nämlich, Custom heißt ja individualisieren oder herstellen, ein Live-TV-Video-Model oder eine YouTuber-Kommission oder ein YouTuber-Design, Bidding, Fanart und so weiter und so fort. Ja. Und ich denke, also so wie ich das verstehe zumindest, ist das meiner Überzeugung nach, wie das sich man selber entscheiden darf, wie der aussieht. Würde ich auch denken. So schätze ich jedenfalls ein. War ein bisschen weird, wenn nicht. Ja, aber wie gesagt, ich sehe nirgends irgendwie. Also von den Sachen, die ich sehe, sehe ich überall gute Bewertungen. Ich habe keine eine schlechte gelesen, also gar keine. Überall die Bewertungen mit 5 Sternen sind. Oh shit. Ich nicht erhalten, aber das selbst war bisher super schön und aufmerksam. Ich freue mich sehr auf das finale Modell zu bekommen. Das ist auch schon ein bisschen her. Hab das letzte Modell noch nicht erhalten, aber auf jeden Fall ist es zu bekommen. Cassandra als Referenzmodell zu spielen, ist wundervolle Arbeit und super süß zum Arbeiten, super geduldig. Bisher ist alles gut gelaufen. Sobald ich das Interview erhalten habe, werde ich diese Bewertung aktualisieren. Naja. Einfach als Platzhalter. Na gut. Viele Sachen sind jetzt auch aktuelle Sachen, also vom August her. Man muss auch einfach sagen, wir geben auch an, hier, das dauert einen ganzen Monat. Ja. Aber keine Ahnung. Also ich würde jetzt lange unter den Stream beenden. Ich denke, das mit dem. Ich denke, du wirst es customizen können. Bin ich mir ziemlich sicher, bei den Preisen vor allem. Auch wenn es noch im Rahmen wahrscheinlich einiges teurer geht. Aber ja, also. I'm sure. Weil, wer holt sich denn. Huh? Die haben hier gerade, also anscheinend haben die auch andere Sachen verkauft. Unter anderem Genshin Impact Zeug. Auf demselben Ding.
Und da haben die dann eben, das sehe ich jetzt gerade, eine Bewertung vom 26. Juli. Ja. Naja, ist eben eine Shop-Bewertung. Genshin Impact. Und damit beende ich den Stream. Super. Entschuldigung. Alles gut. Entschuldigung, tut mir leid. Alles gut, alles gut. Ja, dann hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ich hab euch lieb. Bye bye. Und nicht vergessen, du musst jemanden raiden, damit du ein bisschen Ah, Aufmerksamkeit bekommst. shit. Aber wen soll ich denn raiden? Ich weiß doch nicht, wer online ist. Oh, sollte ich dir einfach mal jemanden sagen, den ich raiden würde, wenn ich du wäre? Legend of Zelda streamt jemand. Ich guck, warte, ich habe jemanden. Snacko Speed, der ist ganz nett. Das wäre doch vielleicht was. Ich habe jemanden. Und damit? Scheiße. Na gut, dann, ja, wir sehen uns. Bye bye. Na dann, tschüssi.